Hi, hi, schön, dass ihr reinschaltet. Ich habe ein Geschenk bekommen. Ist noch nicht mal Weihnachten, ich weiß gar nicht, ob ich es aufmachen darf. Ich habe das von der Frau Miau bekommen, von der lieben Elli. Ich gar nicht, ne? Ich mache das jetzt gerade relativ spontan, deswegen nicht rasiert, nicht gekämmt, nicht geschminkt, quasi Natur pur, Bad Hair Day und so. Und ich wollte dem Paket quasi alle Ehre machen und es quasi hier jetzt mit einem Video mit euch zusammen schnell aufmachen. Und ich hoffe, da sind keine schmutzigen Sachen, also Dirty Dings drin oder so. Ich glaube jetzt mal nicht. Ich freue mich schon. Was ich schon entdeckt habe, ist ein Haar. Aber ich muss eh noch staubsaugen. Passt schon. Das frühe russische Hündchen schläft jetzt, während ich aufnehme. Das ist auch sehr brav. Na, dann fangen wir mal an. So, was haben wir denn hier? Ein bis zu 5 Kilo Paket. Mit Zopf drin. Ich habe keine Ahnung, es ist so eingepackt. Und es ist schwer. Also es ist nicht irgendwie... Ja, ne? So, wahrscheinlich ist jetzt Zerbrechliches drin, das war's dann mit dem Geschenk. So, mal ein bisschen aufmachen. So, so. Na? Ich bin schon so aufgeregt. Ich habe, also es ist selten, dass ich überhaupt irgendwas geschenkt bekomme. Und dann freue ich mich. Oh, was? Okay, es ist viel. Ihr könnt es jetzt wahrscheinlich nur spiegelverkehrt lesen, ne? Oder ich drehe ja nach einfach das Video um. Ich drehe ja nach einfach das Video um, dann könnt ihr es lesen. Ich lächle jeden Tag, wenn ich aufstehe, meine Frau, mein Kind sehe und mein Hund und meine Katze und den anderen Kater. Aber jetzt freue ich mich gerade sehr. So, gucken wir mal. Papier, Papier. Papier, 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 Papier. Das ist eingepackt hier. Eingepackt bis zum Gehen nicht mehr. Und jetzt kommen wir zum ernsten Teil der Sache. So. Es ist weich. Fleisch. Was ist das? Was ist das? Ach, Mörder. Das ist ein Kirschkernkissen. Also das sind, oder irgendwie sowas. Oder, da muss ich noch um Instruktionen bitten. Es ist leider kein... Linie-Zettel. Nee, ist leider kein Beitext dabei. Ich tippe mal auf ein Kirschkernkissen für die Kleine. Fürs furiose Fräulein. Da frage ich aber nochmal, weil die Kühlchen sind sehr klein, es kann auch einfach nur was zum Spielen sein. Dann wäre es aber schon schwer. Aber ich guck mal, oh, ist mit Schwänzchen. Oh, das ist süß. Oh Gott. Ach, das ist toll. Das ist schon mal ganz toll. Das kommt erstmal hierher. So. Was haben wir denn noch? Das könnte jetzt voll mit dem Hinschmeißen gefährlich gewesen sein, aber ich guck mal. Kommt raus. Wohl. Alter Schalter. Okay. Pflaumenlikör. Okay. Das ist nett. Kinder, Finger weg vom Alkohol, ne? Das ist nur für Mamas und Papas. So. Er ist ja abgefüllt. Also es ist jetzt nicht irgendwie was Industrielles, ganz offensichtlich. Also was selber gemacht ist. Oh, den werde ich mir mal irgendwann mal jetzt dann demnächst mal gönnen. Dankeschön. So, was haben wir noch Schönes? Auch schwer. Was ist das? Echt schwer, ohne Scheiß. In der Sterbeanzeige eingewickelt, alles klar. Das, ist das irgendwie ein Zeichen, irgendein Hinweis, irgendwas? Sollen wir das was sagen? Nein? Aber es ist, oh, eine Kiste schwer. Ach du Scheiße, guck mal.
da muss ich noch auf den Alkoholgehalt prüfen. Aber es ist Traubensaft und auch offensichtlich selbstgemacht. Abgefahren, oder? Abgefahren, abgefahren. So, das war's. Machen wir das mal alles schnell hier rein. Oh, toll. Ohne Scheiß, toll, toll, toll. Ne? So? Ja, so geht das. Toll, oder? Hey. So, kann man sehen? Hier, ich halt mal so. Ja, toll, oder? Paula, hä? Was sagst du? Komm mal her. Komm her. Was ist das? Oh. Zensiert. Ja, okay, klar, alles klar. Logisch. Okay, für die Katze war auch was dabei. Na gut. Okay, so, wie mache ich das jetzt? Bisschen so. Ah. Ja, du hast den Stöpsel gefunden, das hast du toll gemacht. So, also, Moment mal. Danke. Danke. Toll, toll. Also ja, ich lächle. Oh, die arme Miete. So. Das ist nicht gescheit. So. Oder? Du kommst jetzt gleich auf den Kopf. Nein, das geht auch nicht. Na dann. So, also, ich danke dir. Voll nett. Und unerwartet vor allem. Das Ding hier, da muss ich dich noch fragen, ob das wirklich so ein Kirschkernkissen ist. Das wäre toll jetzt für den Winter und so. Was Warmes zum Kuscheln. Und auch noch so süß mit der Katze. Traubensaft haben wir gesagt, ne? Für die Kleine auch dann. Wenn kein Alkohol drin ist, dann kriegt sie den natürlich. Wir verdünnen das immer so ein bisschen, dann hat sie lang was davon. Und für Mama und Papa gibt es Pflaumenlikör. Jetzt bin eher ich so mehr der Schnapsler und meine Frau eher nicht, aber ich glaube, die kriegen wir schon runter. der sieht auch schon lecker aus, der sieht total, total klar aus und alles. Also Dankeschön. Ich hoffe, euch hat das kleine Unboxing gefreut wie mich. Natürlich habt ihr nichts davon, also vielleicht habt ihr dadurch mal was davon, so indirekt. Und ich, Elli, lass dir zukommen, wie der Anne ihr Kätzchen hier gefällt und wie ihr das Saft geschmeckt hat. Das ist dann das Elli-Wasser. Wenn sie von Papa einen Saft immer bekommt, dann ist das das Papa-Wasser und Saft von der Mama ist das das Mama-Wasser und das ist dann das Elli-Wasser. Und Dankeschön. Hab mich ehrlich gefreut. Danke. Ciao.